Im Regelfall läuft es ja so, ich mache als erstes eine Mietanpassung nach dem Kauf von 15 bis 20%, saniere noch nicht umfangreich, weil ich ja innerhalb der 15% anschaffungsnaher Erhaltungsaufwand bleiben will. Dann nach 3 Jahren mache ich die nächste Anpassung wieder um 15 bis 20% bis maximal so ortsübliche Vergleichsmiete. Und dann im dritten Schritt fahre ich jetzt die Modernisierungs Umlage von 8% über 12,5 Jahre. Und zwar bis maximal 20% der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und zwar maximal 3 Euro pro Quadratmeter in 6 Jahren, sofern die Miete am Anfang bei über 7 Euro lag. Deswegen habe ich auch zweimal die normalen Marktmieterhöhungen davor erstmal gefahren, dass ich das entsprechend hochpushe. Oder maximal 2 Euro in 6 Jahren. Wenn pro Quadratmeter, wenn ich unter 7 Euro ursprünglich entsprechend lag. So, und Streitpunkt war ja immer entsprechend, was ist jetzt genau Modernisierung, was ist Sanierung und was sind jetzt genau die anteiligen Modernisierungskosten, die auch wirklich mit diesen 8% über 12,5 Jahre auf den Mieter umgelegt werden können. Und dazu ist also wichtig zu unterscheiden, Schönheitsreparaturen und Arbeiten zum Erhalt der Bausubstanz, die gehören ebenso wenig zu umlegbaren Kosten wie zum Beispiel ein neuer Teppichboden. Die Modernisierungsmieterhöhung, die greift nur für Kosten, wenn erstens eine erhebliche Steigerung des Gebrauchswerts der Wohnung eingetreten ist. Zum Beispiel eine Verbesserung des Wohnungszuschnitts oder die Maßnahmen, die allgemeine Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern. Zum Beispiel durch die Verbesserung der sanitären Einrichtungen oder Energie oder Wasser nachhaltig eingespart wird, zum Beispiel durch eine Wärmedämmung, Isolierung, neue Heizung etc. Es ist auch eine Erhöhung über 50% der ortsüblichen Vergleichsmiete möglich im Extremfall durch das sogenannte Kostendeckungsprinzip. Und zwar, wenn diese Erhöhung notwendig ist, um die laufenden Kosten zu decken, dann darf die Miete sogar um bis zu 50% über die ortsübliche Vergleichsmiete erhöht werden. Wichtig ist hier allerdings, dass es wirklich nur genau die Kosten deckt und das ist auch genau die Grenze und Frist dazu. Allgemein bei allen entsprechenden Modernisierungsmieterhöhungen, ich muss es 3 Monate vor Beginn der Arbeiten schriftlich entsprechend ankündigen. Es gibt noch ein vereinfachtes Verfahren. Wenn ich unter 10.000 Euro pro Wohnung liege, dann kann ich eben hergehen und das vereinfachte Verfahren anwenden. Ich muss keine Angabe machen zu den zukünftigen Betriebskosten in der Modernisierungsankündigung. Ich kann pauschal einfach 30% kürzen, um die Erhaltungsarbeiten entsprechend einzupreisen, ohne die genau auszuweisen. Es gibt keine Härtefalleinwendungen der Mieter und eine weitere Modernisierungsmieterhöhung ist für dasselbe Haus eben erst in 5 Jahren möglich, bei einer Eigentumswohnung in 2 Jahren.